Guten Tag und herzlich willkommen bei Bexio. In diesem Video gebe ich dir eine Übersicht über die wichtigsten Funktionen im Bexio. Los geht's! Als erstes sind wir hier auf dem Bexio Dashboard. Das ist jeweils auch die erste Seite von Bexio, die du siehst, sobald du dein Login in Bexio machst. Hier hast du eine super Übersicht über die wichtigsten Daten, finanzielle Kennzahlen, die du hier siehst, Umsatz, Eingänge, Ausgänge. Das siehst du alles hier auf dem Dashboard, automatisch zusammengetragen aufgrund der erstellten Rechnungen, Ausgaben und vielem mehr. Weiter geht's mit den Kontakten. Hier oben kannst du die ganzen Adressen von Kunden, Lieferanten und vielem mehr speichern mit E-Mail, Telefon, allen Informationen, die du hier benötigst, damit wir diesen später dann zum Beispiel Angebote, Rechnungen senden können. Hier geht es dann auch schon weiter im Bereich Verkauf. Hier haben wir die Möglichkeit, ein Angebot zu erstellen. Gebe hier den entsprechenden Kontakt ein, der dieses Angebot bekommen soll. Auf dem Angebot kann ich dann die einzelnen Artikel, die einzelnen Positionen erfassen, entweder manuell, Text, wie viel, wie teuer. Kann ich auch bereits das Buchhaltungskonto, den Mehrwertsteuersatz hinterlegen, damit mir Bexio automatisch die Buchhaltung korrekt macht. Ich kann aber auch die ganzen Positionen, die ich immer wieder verwende, kann ich als Produkt speichern hier oben und somit kann ich diese dann einfach auf das Dokument importieren und habe dann bereits den ganzen Text, den Preis und die anderen Informationen drin und muss das nicht manuell erfassen. Klicke auf Speichern und habe so bereits die Positionen erfasst. Kann, sobald ich fertig bin, das Dokument entweder per E-Mail versenden oder als PDF herunterladen, ausdrucken. Und wenn wir das mal anschauen, sehen wir auch bereits, wie das für mich jetzt als Kunde dann ausschaut. Ihr könnt im Bexio natürlich auch euer Logo hochladen, Schriften ändern, Standardtexte anpassen. Und dann habe ich hier bereits ein fertiges Angebot, das ich elektronisch oder physisch versenden kann. Das Angebot wird dann im besten Fall akzeptiert und sobald das Angebot akzeptiert wurde, kann ich aus diesem Angebot ein Folgedokument erstellen. Wir sehen hier oben links, sind immer noch im Angebot, kann jetzt rechts hier eine Auftragsbestätigung daraus generieren. Es wird mir dann automatisch ein Auftrag erstellt und die einzelnen Positionen vom Angebot übernommen. Aus diesem Auftrag, auch den kann ich wieder per E-Mail versenden oder als PDF herunterladen, kann dann Folgedokumente, einen Lieferschein generieren. Den Lieferschein selber kann ich dann auch wieder entsprechend herunterladen und ausdrucken. Und am Ende kann ich dann die Rechnung dazu machen. Die Rechnung selber kann ich dann auch unabhängig von Auftrag oder Angebot noch bearbeiten und dann wieder per E-Mail versenden oder ausdrucken. Wir können das hier auch kurz anschauen. Der Online-Ansicht sieht von den Einstellungen her ähnlich aus wie das Angebot mit dem Logo, alles. Plus habe ich hier im Bexio die Möglichkeit, kostenlos den QR-Code zu aktivieren. Das heißt, Bexio erstellt jetzt zu jeder Rechnung einen Einzahlungsschein mit QR-Code, damit meine Kunden das unkompliziert bezahlen können. Aufgrund der erstellten Rechnungen, falls jetzt auch bereits bezahlt wurde, wird auch automatisch die Buchhaltung generiert. Also wir sehen hier die Rechnung 276. Unter Buchhaltung, Berichte, unter Journal können wir hier die 276 suchen und sehen hier, dass automatisch die entsprechenden Buchungen dazu generiert wurden. Wichtig ist da einfach, dass ihr die Buchhaltung einmal korrekt aufsetzt, am besten zusammen mit eurer Buchhalterin, Treuhänder, wie auch immer, die könnt ihr kostenlos zu Bexio einladen und dann auch zusammen den Jahresabschluss, Mehrwertsteuerabrechnung machen. Das Ganze haben wir auch auf der Gegenseite für die Ausgaben natürlich. Hier im Bereich Einkauf könnt ihr eure
Rechnungen, die ihr bezahlen müsst als Lieferantenrechnung oder eure Ausgaben als Aufwendung erfassen und die sind dann auch automatisch bereits in der Buchhaltung drin und dann könnt ihr dann nach Jahresabschluss Bilanz und Erfolgsrechnung einfach und unkompliziert herunterladen und den Steuern beilegen. Eine weitere sehr interessante Funktion ist hier das Modul Banking. Hier könnt ihr euer Bankkonto hinterlegen. Bexio hat da aktuell zu mehreren Banken eine direkte Verbindung. Welche das sind, findet ihr bei uns auf der Webseite unter bexio.com. Und dann könnt ihr das direkt mit dem E-Banking verbinden und habt die Möglichkeit, dann einfach und unkompliziert die Banktransaktionen zu importieren. Bexio hilft euch dann, welche Gutschrift zu welcher offenen Rechnung passt. Das letzte, was ich euch noch zeigen möchte, hier ist die Lohnbuchhaltung. Auch hier haben wir es sehr intuitiv aufgebaut. Wichtig auch in der Lohnbuchhaltung ist die ganze Einrichtung. Also schaut das unbedingt auch zusammen mit Treuhänderin Buchhalter an oder falls ihr da niemand habt, meldet euch gerne bei uns. Wir haben da auch ein Netzwerk mit verschiedenen Partnern und können euch da auch gerne zusammenführen. Und in der Buchhaltung ist es ganz wichtig, dass wir da die ganzen Daten vom Unternehmen erfassen. Versicherungsangaben für Unfall, für berufliche Vorsorge etc. Als zweites können wir dann die ganzen Mitarbeiterdaten hinterlegen. Mit Beschäftigungsgrad, mit Lohn, mit allem was Kindern, Bankverbindung und vieles mehr. Und aufgrund dieser Daten wird dann im Monat einmal pro Person eine Lohnabrechnung generiert und auch die kann ich hier dann noch kontrollieren, allenfalls noch einmalige Änderungen vornehmen und sobald alles passt, kann ich die als PDF herunterladen oder als E-Mail an die entsprechende Person versenden. So einfach geht's, probiert es unbedingt aus, falls ihr Bexio noch nicht nutzt. Schaut doch gerne bei uns auf der Bexio-Webseite vorbei, www.bexio.com. Da könnt ihr euch auch kostenlos für eine 30-tägige Testversion registrieren. Und da seht ihr dieselben Funktionen, die wir jetzt gerade zusammen angeschaut haben. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und bis zum nächsten Mal im nächsten Video.